Habideri, servus, grüß euch. Herzlich willkommen zu einem weiteren Lost Place Abenteuer. Heute wieder mit am Start das Engelchen. Hi. Ich muss noch ein bisschen leiser reden, weil wir sind aktuell in einem verlassenen Autohaus. Draußen ist die Hauptstraße und was es hier zu sehen gibt, sehen wir jetzt. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Wir müssen hier extrem vorsichtig sein und leise sein, weil ihr seht, da vorne sind, also hier standen mal die Neuwegen und hier ist quasi der Verkaufsraum. Und ihr seht, hier sind die ganzen Scheiben offen, da hinten ist auch die Tür, dahinter stehen LKWs, die parken da unter der Woche, am Wochenende. Und hier sind ein paar Scheiben eingeschlagen, da vorne ist die Schiebetür auf, da hinten ist die Tür auf. Also wir sind quasi legal hier ins Haus rein. Es hallt unwahrscheinlich, deswegen muss ich unwahrscheinlich aufpassen, wie laut ich bin. Wie gesagt, rundherum wohnen die ganzen Leute. Aber jetzt schauen wir mal rein, was ich... Hier gleich im Eingangsbereich auch, da ist eine große Eingangstür. Da ist alles mit so einer Sichtschutzfolie zugemacht. Hier sieht man auch, sind die ganzen Isolierungen von den Rohren abgemacht worden. Allerdings, ja doch hier sind die ganzen Heizungen gewesen. Da haben sie schon die ganzen Heizungen ausgebaut, mitgenommen. Die ganzen Heizungsrohre und die ganzen Isolierungsrohre, die liegen, also Schläuche, die liegen alle hier. Und wie man das sieht, ist das alles abgezwickt worden. Und jetzt weiß man auch, warum das alles geklaut worden ist. Das sind alles Kupferrohre. Man sieht aber auch in dem Bereich hier, dass die Wand schon ziemlich schimmelig ist. Also das ist ein Anzeichen dafür, dass von oben das Wasser durchläuft. Es gibt hier mehrere Etagen, es gibt einen Keller. Da kommt man hier in den Keller runter und man kann auch hier in den oberen Bereich, und merkwürdigerweise ist oben alles mit so komischen Plastikfolien zugeklebt. Aber da schauen wir jetzt mal als allererstes rauf, was da oben ist. Ja, hier ist ein komisches Gestell, das war mit Sicherheit mal eine Werbeanzeige. Da hinten ist eine Klimaanlage. Jetzt weiß ich gar nicht, ob man hier gehen kann. Knackst nichts, aber es ist noch mit dem Teppich ausgelegt. Und hier sind diese blauen Folien. Keine Ahnung, was die... Hier liegen Tampons rum, beziehungsweise keine Tampons, Damenbinden. Und hier ist mit rotem Teppich ausgehängt. Da ist ein Stuhl, da ist eine Hose. Hier ist ziemlich viel Zeug, was jetzt glaube ich nicht vom Autohaus her ist. Keine Ahnung. Ein Deo-Spray. Also ich würde es mal darauf tippen, dass hier irgendjemand übernachtet hat. Weil warum liegt da eine Hose? Das wäre jetzt meine spontanste Idee. Rote Wand, da liegt eine Hose. Haben die hier ein Porno gemacht? Warum sind hier so viele Damenbinden? Na gut, das sind jetzt keine gebrauchten. Also die sind alle weiß. Ist keine rote dabei. Gleiche. Da, ich hab doch gesagt, die haben hier ein Porno gemacht. Da liegt ein Gummi. Der Titel von dem Pornofilm? Hä? Was? Ficken im Autohaus? Keine Ahnung. Ja, es ist schon merkwürdig, dass hier mit diesen blauen Folien alles zugeklebt ist. Geh mal rein oder raus. Hier sieht man nichts. Ja, gut, hier ist eine eingeschlagene Scheibe, da ist wieder die Klimaanlage. Da liegen noch ein paar Unterlagen. Zumindest so Plastik. Ah nee, die Leute Glasichthüllen. Ja gut, das hier oben war ja, wenn dann mal, der Verkaufsberatungsraum. Hier ist dann irgendwann mal eine schöne, so ein Glasgeländer gestanden. Das haben sie fachgerecht abgebaut. Mhm. Weil man sieht unten auch keine Glasscherben. Aber ziemlich eng der Gang hier. Der Gang ist ziemlich eng, ja. Hier kommen wir dann nochmal in einen weiteren Raum. Das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus.
Das sind hier oben Fenster, dass Licht reinkommt. Da ist die Klimaanlage in der Decke oben und halt überall dieser komische Filzboden. Ja, das gehört zum Autohaus. Da liegt ein Ordner, da liegt ein Ordner. Hier alles mit Glasscheiben voll, also mit richtigen ESG. Ne, das ist VSG. Das ist eine Verbundglasscheibe, die sie versucht haben einzuschlagen. Hier hinten haben wir eine kleine Staute, die auch auf ist. Alter! Du darfst die Uhr. Und da seht ihr, da draußen ist auch gleich die Straße, da ist die Tür auf. Und hier war so eine Art Werkstatt. Alter, liegt hier noch Zeug rum. Ja, Wahnsinn. Aber hier ist auch schon ein bisschen durchgewühlt worden. Das ist wahrscheinlich das Lager gewesen. Da seht ihr die Leute draußen am Joggen. Da sehe ich so einen roten Monitor, der steht da, wo man... Ja, daneben liegen sie auch, diese Plastikkarten drunter geschoben hat, wo man dann schauen kann, welches Werkstück, welche Artikelnummer hat und was zu wem gehört. Weiß nicht, wie man diese Dinger nennt. Projektoren, keine Ahnung. Da liegt nämlich da unten auch einer. Ja gut, dann müssen wir mal schauen, ob wir daher noch runterkommen. Aber der Notausgang hier ist auch geil, ohne Treppe. Wow. Hier steht nämlich... Notausstieg. Notausstieg. Ja, interessant. Mhm. Steigst nur einmal ab. Ja, aber das, da war mal was, auch wenn nur. Mhm. Aber trotzdem spannend als Notausstieg. Mhm. Gut, das war jetzt der obere Bereich. Wir haben hier noch einen Keller, eine riesen Werkstatt. Hier hat sich einer gut gehen lassen. Ja, mehrmals. Kleinen Wodka gegönnt, mehrmals sogar, ja. Und ihr seht, da geht es in den Keller runter. Und hier kommen wir in die Werkstatt rein. Da ist da ein großes Tor. Und daneben ist eigentlich auch ein Tor. Das heißt, da hinten ist auch nochmal ein Raum. Ah, hier ist auch nochmal der Notausstieg. Das wird der gleiche Notausstieg sein wie oben. Bloß halt oben, aber hier ist die Tür zu. Ne, ist auch. Ah. Stromkasten. Oh, ihr seht, Kabel sind auch schon alle entwendet worden. Kabeldiebe waren eigentlich schon da. Mei, ist das verwinkelt hier. Liegt mhm. Doch einmal. Da geht's da nochmal rein. Hier ist nochmal die Werkstatt. Das ist allerdings nicht die Werkstatt, die wir gesehen haben von oben. Hier ist alles leergeräumt. Da liegt noch ein Kofferraumdeckel von einem Auto. Und hier sehen halt die Leute schön rein, wenn wir jetzt hier rumlaufen. Da hinten noch die blaue Tür, kommt man in den Raum rein, den wir gerade von oben gesehen haben. Aber gehen wir jetzt später hin. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal nochmal hier durch. Und zwar, oh, hier ins Dunkle. Naja, ich sehe ohne Lampe hier nichts. Ach, hier sind hier Spinte, hier haben sich die Mitarbeiter umgezogen, hier haben sie duschen können, waschen. Da liegen noch etliche Arbeitsschuhe rum. Da stehen die Namen sogar noch am Spind. Und hier ist sogar ein Spind, der noch abgeschlossen ist. Allerdings haben sie den auch schon aufgebrochen. Hier ist auch noch ein Spind, der ist zugesperrt. Aber ihr seht, auch leer. Ja, ganz schön eng hier, also hier umziehen. Mhm. Muss man anmelden. Also merkwürdig, hier sind mehrere Türen, die abgesperrt sind. Also ist die Werkstatt verlassen worden und nicht jeder Mitarbeiter hatte die Zeit, dass er seine Sachen noch ausräumen konnte. So, jetzt sind wir wieder im dunklen Gang. Kommen wir zum nächsten. Ah, hier ist eine Küche. Oder was davon noch übrig geblieben ist. Da ist ein Ofen, da fehlt die Spüle. Kühlschrank, den haben sie wenigstens ausgeräumt. Oh ja, hier steht das Wasser drin. Tatsächlich. Voll mit Wasser. Ja, kommt das Wasser her. Ah, von da oben tropft runter. Mhm, stimmt. Und genau hier in den Schubladen rein. Man sieht doch hier, dass sie versucht haben, das Ganze abzudichten. Da haben sie noch die Holzbretter davor gemacht. Da ist eine Tür, die haben sie auch wieder zugemacht.
zumindest den oberen Teil von der Tür. Ich glaube, das untere Brett, was hier steht nämlich noch ein Brett. Ich schaue mal da aus. Naja, hier ist ziemlich viel Efeu. Hier kann mich eigentlich keiner sehen, weil hier ist dann der Parkplatz oder einer der Parkplätze. Und da draußen sieht man ziemlich viele blaue Mülltüten. Die Leute, die hier wohnen, die entsorgen hier ihren Müll. Dann ist hier noch so ein kleiner Aufenthaltsraum. Da steht ein eigenartiger, beziehungsweise er liegt, ein eigenartiger Kühlschrank mit Holzbretter drin. Ist hier Wein gelagert worden für die besonderen Gäste? Aber man sieht auch hier an der Wand, alles schon voller Schimmel. Also richtiger Schwarzschimmel an der Wand. Und man sieht immer wieder mal, sieht man schön am Boden, da sind die Flecken. Und oben sieht man dann auch, dass es von oben runter tropft. Also ist das Dach auch nicht mehr das dichteste. Ich habe nämlich keine Info, wann dieses Ding hier verlassen worden ist. Wir haben noch keine Indizien, irgendwie was gefunden. Aber anscheinend ist es verlassen worden, weil das Dach undicht war. Ob das jetzt der ausschlaggebende Grund war, warum dieses Autohaus verlassen worden ist, habe ich noch keine Ahnung. Englisch in Schatzau, alles was ihr findet irgendwie, dass man schauen kann. Habe eine VHS-Kassette gefunden. Eine VHS-Kassette, eine Video, eine 2001, ja. Eine Werbe. Oh, hier ist sogar noch drin. Hier ist sogar noch eine drin, ja. Der neue Audi A4 Avant. Wann kam der A4 Avant neu raus? 2001 steht drauf. Ach so, steht dann Datum drauf, 2001. Ja gut, aber die sagt ja noch nicht so aus, wann es verlassen worden ist, weil die Dinger liegen ja hier jahrelang rum. Mhm. Gut, jetzt gehen wir ja nochmal durch den dunklen Raum. Hier haben wir eigentlich auch nur noch Umkleide, ziemlich dunkel hier. So, ich habe natürlich meine gute LED-Lense am Start. Link zu der Lampe, wie immer, unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch mal anschauen, was ich für Lampen nutze während meiner Tour und was es für neue Lampen gibt. Hier hinten mal ein Waschbecken und hier sind Toiletten. Wir bitten die Damenbinden und Tampons in den dafür vorgesehenen Abfalleimer zu legen. Also warnen Sie die Damenklos, inklusive Autoreifen. Aber ich habe ja auch wegen diesen Umkleideraum. Hier sind nämlich noch Spinte, aber auch alles relativ eng. Und noch einiges Zeug, was hier am Boden liegt. Da ist sogar noch eine Latzhose inklusive Name. Und hier sind oder ist eine Dusche, sind Waschbecken. Allerdings auch hier haben sie schon, da sieht man schön, die Kupferrohre inklusive Wasserhähne ausgebaut und mitgenommen. Aber die Spiegel haben sie noch nicht zusammengehört. Hallo. Gut, ich glaube, ich kann meine Lampe wieder ausmachen, weil wir kommen jetzt wieder. Hä? Ein Riesenraum? Ah, da! Toilette, Pissoirs. Heute alles kaputt. Das ist dann das Herrenklo, ne? Drüben ist es da noch so. Ja, natürlich wieder alles zerschlagen. Gut, ich würde sagen, ich packe meine Lampe wieder weg, weil hier wird sie wieder hell. Geht sie wahrscheinlich von da vorne. Da geht's runter. Da geht's in den Keller. Hier habe ich gerade gesehen. Hier kann man nämlich rausschauen. Und da habe ich hier eine Tür entdeckt und da geht es in den Keller. Gerade jetzt, wo ich meine Lampe eingepackt habe, finde ich den Zugang zum Keller. Ja, ein tiefes schwarzes Loch. Okay. So. Hier ist das tiefe schwarze Loch. Habe ich doch mit meiner Lampe rausgeholt. Tiefgarage. Aber das ist eine Tiefgarage. Parkplatz, Schleppwagen.
Eine riesen Tiefgarage unterm Autohaus. Hier sind dann quasi die Garten. Boah, riesig, das geht ja bis da hinten raus. Ah, hier stehen die ganzen Neuwagen, die dann verkauft worden sind. Und auch hier sieht man am Boden diese weißen Flecken, dass sogar hier bis in die Tiefgarage das Wasser tropft. Hier haben sie noch Kabel liegen lassen. Hier haben sie, ne, hier sieht man hier, doch hier überall an den, da oben sind überall die Kabel gelegen, die haben sie alle schon rausgerupft. Hier ist die Einfahrt übrigens, oder Ausfahrt. Ja, hier ist der Boden so komisch lackiert. Und hier sind Fliesen, hier stehen dann wahrscheinlich schon die neueren Autos. Weil da vorne sind auch an der Wand Neonröhren mit Luftanschluss. Hier sind die Autos dann richtig aufbereitet worden. Selbst hier ist das Fenster auf und das ist ein Notausstieg. Da ist das Fenster auf, auch schon mal versucht worden zuzunageln. Ja, und hier steht das Schild vom Autohaus. VW und Audi. Hier liegt von Skoda ein Kofferraumdeckel. Oh. Hier sehe ich noch einen Kofferraumdeckel. Ah, noch ein Kofferraumdeckel. Mhm, das war die Reparatur der Kofferraumdeckel. Oh. Also überwiegend Kofferraumdeckel liegen hier. Krass. Hier liegen überall Stoßfänger, Motorhauben, Türen. Das ist die Lackierkabine oder so. Hier ist so ein Gestell, wo du dich da drauflegst, oder? Na, die Lackierkabine müsste aber dann eine Absauganlage haben. Ich glaube, dass das einfach hier nur gelagert worden ist, weil da steht ein Schreibtisch. Ja. Einige kleine Regale. Hier ist halt mal brutal durchgewühlt worden. Ja. Da hinten ist auch noch eine Tür. Da komme ich aber von hier aus gar nicht hin, glaube ich. Was hast du denn gesehen? Da hat jemand draufgeschossen. Wow, eine Motorhaube mit Einzellöchern. Hier sieht es. Das sind Einschusslöcher. Ob die jetzt hier Zielübungen gemacht haben oder ob das jetzt eine reparierte Motorhaube war. Die gehen komplett durch. Die gehen durch, ja. Hier. Wahnsinn. Und da sind auch an der Wand. Hier sieht man nicht ganz genau wo. Ah, das ist die Frage. Haben die hier Zielübungen gemacht? Oder ist auf das Auto geschossen worden? Ja. Weil man sieht ja hier, das sind Hageleinschläge. Ja. Aber da ging ja kein Hagelkorn durch. Das ist ja durchgeschossen. Das ist geschossen. Wir sind immer noch in der Tiefgarage und hier habe ich einen Raum gefunden. Hier stehen noch etliche Ordner rum. Neuwagenbestellung, VW, Lieferanten. Also hier haben sie hier alles noch voll, kommen wir gar nicht rein. Alles noch voll mit Ordnern, Lieferscheine, gebraucht wegen. Ah, da ist ein Datum, 2002. Okay, das ist das Archiv hier wahrscheinlich. 2003 ist das älteste Datum, was ich bis jetzt genau. Aber hier ist noch alles voll. 2003, das heißt 2000. Da oben ist 2004. Ja, das heißt, steuerrechtlich gesehen muss man ja nur 10 Jahre aufheben. Also deswegen haben sie die Akten wahrscheinlich zurückgelassen, weil ab 2014 die Akten sowieso hätten vernichtet werden können. Und wenn da Lieferscheine drin sind, ja, ist jetzt keine kundenrelevante Sache, glaube ich, oder? Wenn die was bestellen und haben dann ihre Lieferscheine da. So, das war es jetzt von der Tiefgarage und jetzt gehen wir mal wieder eine Etage höher, weil wir haben ja da noch diese eine wahnsinns durchwühlte Werkstatt und da schauen wir jetzt mal rein. Das ist schwer zum Atmen. Ob die Geräusche von draußen kommen oder ob hier drin einer rumläuft. Aber wenn man natürlich hier über diese Glasscherben drüber stellen muss, ist man jetzt hier. Der Elefant im Porzellanladen. Aber aktuell höre ich nichts mehr. Was man jetzt steht halt hier auf dem Präsentierteller, weil hier die ganzen Scheiben auf sind. Ah, ich muss jetzt mal schnell meine LED-Linse wieder einpacken. Sehen wir uns gleich wieder.
ist ja die komplette Fensterfront auf. Teilweise Milchgläser, da muss ich aufpassen, dass ich die Sonne nicht im Rücken habe. Sonst sehen sie mich. Ich will ja da in die Werkstatt rein, die wir vorhin von oben gesehen haben. Wo etliches Zeug liegt. Auch wieder komplett mit einem blauen Vorhang zugehangen. Und hier kann man durchgehen. Erstmal schauen, da hinten ist mir auch die Tür auf. Da oben ist die Tür, wo wir vorhin rausgeschaut haben. Und jetzt sind wir hier in dem Raum, da hinten ist die Tür auf. Und hier liegt das ganze Zeug durcheinander gewühlt. Aber alles. Neonröhren, Spraydosen, Tische, Drucker, Monitore, Zigarettenschachteln. Und da ist die Tür auf, da ist alles voll mit Fenster und da draußen laufen die Leute. Ich kann euch das Ganze jetzt leider nur von hier zeigen, aber das ist eh das meiste ist Schrott. Was mal in so einer Werkstatt gebraucht worden ist. Und wahrscheinlich auch mittlerweile diverse andere Sachen, die mit der Werkstatt gar nichts zu tun haben. Weil draußen liegt mir ja so viel Müll rum, dass die Leute hier, glaube ich, einfach herfahren und einen Müll entsorgen. Ich habe es jetzt doch mal gewagt, weil hier steht nämlich ein Schrank mit diesem Monitor. Ach, der leider, wo das Innenleben fehlt. Und der Computer steht hier. Da steht ein Computer. Ja, das ist hier so eine Empfangstrese gewesen oder ein umgefallenes Regal. Da liegt ein kompletter Teppich von einem Fußboden im Auto. Hier irgendein komischen was weiß ich was Wagen, wo man eine Flasche mitgefahren hat. Man sieht auch hier, dass sie schon mal was anzünden wollten. Und das hier ist halt alles Müll, der glaube ich hier gar nicht reingehört. Hier stehen die ganzen Monitore. Da steht ein Drucker, noch ein Drucker, ein Monitor. Da hinten ist nochmal ein Drucker. Ein Computer, wieder ein Drucker. Also hier haben sie so die ganzen Büroartikel entsorgt, glaube ich. Ja, und da hinten im Eck sieht man auch ziemlich viele Drucker. Computer. Krass. Ja, ja, in jeder Ecke da vorne liegt auch wieder einer. Also hier haben sie die EDV entsorgt, glaube ich. Wahnsinn. Oh, wir können uns hier hinstellen fürs Auto und hier. Oder bist du schon fertig? Nee, ich wollte jetzt auch nicht schnell bewegen. Was? Ja, du hast gesagt, nicht schnell bewegen. Ja, da musst du dann aber mal ziemlich nah an der Wand gehen und so. Also nicht in der Mitte vom Raum. Da muss ich aber erstmal hinkommen. Also, wir sind jetzt hier in dem, hört ihr mich überhaupt? Im Verkaufsraum. Und der interessiert mich auch noch brennend. Allerdings sind wir halt hier auf dem Präsentierteller, weil da sind die. Aber da fahren eigentlich nur die Autos durch. Deswegen trage ich mich jetzt einfach mal hier durch. Und selbst wenn die meisten Aufnahmen sind im Kasten, also was soll's? Das Einzige, was mir fehlt, ist das Outro. Das kann man immer noch machen. Schauen wir einfach. Oh, oh da laufen gerade welche. Wir haben jetzt noch einen kleinen Raum gefunden. Da liegt alles kunterbunt durcheinander. Da ist ein Monitor, da ist sogar noch so ein Ausstellungsteil. Hier ist auch noch irgendwie so ein, keine Ahnung was. Aber wer schon immer mal sehen wollte, wie ein Ceranfeld von innen ausschaut. Schaut so aus. Habe ich ihn auf die Art und Weise auch noch nie gesehen. Ja, lernen mit dir. Das lernt man sogar, wie ein Ceranfeld von innen ausschaut. So, aber ich würde sagen, das war's. Over and out. So, Freunde, an der Stelle würde ich sagen, beenden wir das Video. War eine mega spannende Location. Ein ehemaliges verlassenes Autohaus, wo im Keller noch einige Schätze lagen. Und naja, Engelchen sagt ciao. Ciao. Und ihr kennt es ja wie in all meinen Videos. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr mir das zeigen, indem ihr das einen Daumen nach oben gibt. Schreibt es in die Kommentare rein, wie ihr das Autohaus gefunden habt. Und ja, hinterlasst ein Abo, falls es noch nicht geschehen ist. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, euer Dirk.